Die extrem schweren Transporte in Zukunft finden nicht wie seither auf der Straße statt, weil das bei Ladungsgewichten über 80 Tonnen auf weiten Strecken heute schon nicht mehr möglich ist. Kübler hat darauf reagiert und hat sich mit dem Schwergutzentrum Mannheim in optimaler Lage positioniert. Trimodal ist das Schlagwort für schwere Transporte. Das heißt für unser Terminal Anschluss auf dem Wasser an Rhein und Neckar. Anschluss an wichtige Bahn- und Straßentrassen und vor allem an Schwerlastkorridore auf Bahn und Straße. Gemeinsam mit MAN Energy Solution in Augsburg hat Kübler für schwere Schiffsmotoren ein neues Konzept entwickelt und umgesetzt. Auf mehreren Schwerlastwaggons transportiert Kübler die Schiffsmotoren auf der Bahn nach Mannheim. Teilweise reisen in dem Kübler-Bayern-Zug mehrere Schwerkollis gleichzeitig. Die Endmontage findet im Schwergutzentrum durch Monteure des Kunden mit der Unterstützung von Kübler statt. Die Industrie schätzt die Montage bzw. Verpackungsmöglichkeiten und den trimodalen Anschluss. Eine 3500 Quadratmeter große Ölwanne für ölbefüllte Güter schützt unsere Umwelt. Anschließend reisen die Schwergüter mit der Schwergutlinie von Kübler auf dem Wasser innerhalb von 30 Stunden in die ARA-Häfen oder direkt zum Kunden. Ein Direktumschlag vom Binnenschiff auf ein Schwergutschiff kann so einfach umgesetzt werden. Wenn ein Kunde dauerhaft Maschinen und Anlagen mit Gewichten über 100 Tonnen produziert, empfiehlt Kübler den Transport zum Wasser auf mehreren Korridoren auf Straße und Bahn langfristig zu sichern. Kübler unterstützt sie bei einer dauerhaften, möglichst sicheren Werksentsorgung. Nicht nur für einen Transport, sondern dauerhaft und sicher auf ihrem speziellen Korridor. Die Randbedingungen bei Schwertransporten stellt die Spezialisten immer wieder vor noch kompliziertere Aufgaben. Die Mitarbeiter von Kübler packen diese Aufgaben an, mit Kompetenz und Begeisterung. Kübler kennt die geeigneten Umschlagstellen und organisiert die ganze Transportkette. Zum Beispiel Verladung in den Niederlanden, Schiffstransport bis in den Neckar und Weiterfahrt mit einem der vier Bahnwagen auf die Schwäbische Alb bietet Kübler aus einer Hand an. Die letzten Kilometer vom Bahnhof bis zum Ziel werden dann wieder auf der Straße zurückgelegt. Mittels Spezialausrüstung wird der 300 Tonnen schwere Transformator zügig von den Eisenbahnfahrwerken auf die Straßenanhänger umgeladen. Kübler hat mehrere Methoden entwickelt, wie man von der Bahn auf die Straße wechseln kann, ohne die empfindliche Gleisinfrastruktur zu belasten. Auf den letzten Metern wird noch viel Erfahrung und Statikkompetenz gefordert, wenn noch schwache Brücken überfahren werden müssen. Um die Achslasten weiter aufzuteilen, können jeweils an den Brücken zusätzliche Achsen angebaut werden. Diese werden nach der Überfahrt wieder entfernt, denn der nächste enge Kreisverkehr wartet schon. Am Ziel angekommen bleibt noch viel zu tun. Der schwere Transformator muss auf sein Fundament oder die Maschine in eine Halle. Für diese letzten Meter steht von Kübler eine versierte Montagemannschaft bereit. Ausgerüstet mit hydraulischen Hebern, Gleitbahnen, Schwerlastrollen und Hubportalen finden die Techniker immer eine Lösung. Egal ob temperaturgeführte Weltraumtechnik oder tonnenschwere Stahlelemente, sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf jede Herausforderung.